Moin Moin und herzlich willkommen zu einer Runde Dead by Daylight. Ja, ich habe mir gedacht, ich habe mal schon ewig lang, wenn wir wieder Hitze gespielt. Das wollen wir jetzt gleich mal nämlich nachholen. Eigentlich müsste ich mir genau die drei Generatoren aussuchen, weil ich dann hätte sie nämlich geschlossen. Ne? Vor allem, weil ich halt die Hex hab. Oh, komm! Was rede? Wir kümmern uns um diese Generatoren hier. Die drei da. Alter, wo ist die Sau hin? Also wie gesagt, wir beschützen jetzt mal diese drei Generatoren hier. Dann können die von mir aus die anderen Generatoren machen, wie sie wollen. Ich spring hier zwischen den drei Dingen. Und keiner. Keiner hat eine Chance dagegen. Dann man da mal alles zu. Wie gesagt, das interessiert mich nicht. Ihr könntet mir jetzt noch nicht zur Laune helfen. Ich beschütze diese drei Generatoren hier. Eigentlich habe ich hier jetzt vier Stück. Das ist natürlich scheiße, ne? Weil, der Generator, der hier eine Blank liegt. Come on.
Ach komm, rech die Sau. Hat wieder die Generatoren. Scheiße, der dahin ist nicht sicher. Oder guck. Ach, der ist nicht sicher. Ich brauche eigentlich nur zu warten, bis die irgendwie in die Falle neigt, aber. Wie gesagt. Der führt mich jetzt natürlich weg, das ist natürlich Bullshit, ne? Versuche natürlich jetzt jeden einzelnen Generator die Dinger wegzumachen, ne? Sind schon schlau, ne? Also. Auch nicht. Tappt jetzt gleich in die Falle rein. Ich hab voll auf die 12 hier. Das war richtig. Ah!
Scheiße, Mann! Mann, bist du blöd! Wenn man nicht mit der Taschenlampe umgehen kann, dann soll man es bleiben lassen. Ey, ich muss mich beeilen, verdammt! Ich wollte die Eisgenerator fertig machen. Der sieht jetzt natürlich der Ausgang, ne? Das ist ja klar, ne? Das hat jetzt keinen Sinn mehr hier rumzustellen. Aber das ist schon ein gutes Mittel, wenn man sich drei von den Generatoren aussucht. Und dementsprechend halt dann die drei verteilt bis auf tot. Und in dem Fall hat es wirklich gut geklappt, muss ich sagen. Also ich habe vorher sowas auch noch nicht gemacht. Das ist natürlich die Frage, wo ist das Arschloch, ne? Ja, blöd, wenn er jetzt den scheiß Generator da weitermachen wird, ne? Machen wir auch noch mit. Wo ist er da? Also normalerweise, wenn er gut ist, muss er ja normalerweise... Fehler. Ach, Scheiße, Mann! Den hatte ich mir nie aufgekriegt. Warum soll ich den zum Ausgang bringen, Seko, oder was? Also, es hat wieder was gemacht, also. Und mit der Hexe ist es natürlich wie geschaffen für solche Aktionen, ne? Also das müssen wir schon sagen, ne? Suchst du die drei nächstliegenden Generatoren aus und die verteilst du. Die anderen vier können die ruhig machen, das interessiert keine Sau. So.
Jetzt wollen wir mit Sicherheit mal erstmal gucken, was hier überhaupt alles abgeht. Also ihr seht, Killerrang 12. Boah, fast 2 Punkte gekriegt, aber nur fast. So, wir kriegen unsere nächste Punkte. Immer noch 4.200. Ich bin gespannt, wann das mal weitergeht. Gesamtverdiente 5,99, das ist absolut in Ordnung. 27.825, das ist mit der Hex, also ist in Ordnung. Ja, die Leute waren alle beisammen. Das ist zwar in der letzten Zeit nicht so, muss ich dazu sagen, ne? Weil ich hatte jetzt hier lauter 2, 5er und was weiß ich was alles noch mit drin. Übrigens alles mit selben Ergebnis hier, wenn ich mit der Hex spiele. Also, ja gut, ich hätte jetzt noch eineinhalb bekommen. Ach, da hätte ich jetzt noch ein bisschen eventuell zu versuchen, hier auf Rang 5 zu kommen, aber scheiß die Wand an, ich pack sowieso nicht von neu. Das ist auch nicht. Was es Neues gibt, zeige ich euch jetzt. Ja, wir gehen erst einmal die Killer anschauen. Und zwar, ihr werdet sehen, ich habe den Michael Stufe 2 Level 50 gemacht. Die Krankenschwester ist Stufe 2 Level 50 und ansonsten hat sich hier nichts Großartiges geändert. Bei den Überlebenden werden wir dann hier, die Claudette ist jetzt bei Stufe 3, aber erst Level 28, was noch? Ja, ihr seht, ich habe hier ziemlich viel Leute jetzt auf Stufe 1. Level 50, wie immer, also ihr seht ja, ich mache das immer nach demselben Prinzip, einer nach dem anderen. Ja, unser Twighty Boy ist schon Stufe 3, Level 50. Dicht gefolgt von der Claudette. Ich habe jetzt noch 105.000, die werde ich mir aber wahrscheinlich aufheben. Zumindest ist es noch ein bisschen. Ja. Ist jetzt 3.120, die hebe ich ebenfalls auf, bis zu, weil im September sollte ja, glaube ich, der neue Killer kommen, oder beziehungsweise Killerin soll es ja sein, so wie rum erzählt wird. Und da sind diese Punkte hier Gold wert, wenn die nämlich rauskommt, wie der neue Überlebende, und ich kriege das hier, dass ich da über 8.000-9.000 Punkte vielleicht hinkriege bis dahin, wäre das natürlich ein feiner Zug, weil dann hätte ich in dem Shop hier, wenn ich genügend Möglichkeiten, um die Dinge einzutauschen, so dass ich entweder 150.000 oder 250.000 kriege. Plus die Tatsache, dass ich dann kurz bevor, also so, wenn es Ende August ist, fange ich an und sammle dann alles ein, solange bis ich 1 Million bin und mache dann wieder das Ding. Das kommt dann, wenn es richtig gut läuft, vielleicht 1,7, 1,8. Millionen Punkte gäbe zum Rausschmeißen für die 2 neuen. Das zu dem Thema. Ja, am Mittwoch, den 8. fängt endlich das Sommer-Event an. Ich habe noch keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Ich freue mich drauf. Ja, das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein für dieses Video. Das war jetzt die 133, glaube ich. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ciao, 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 und grüßt mir die Hühner.